Also die Pferdeäpfel werden eingesammelt. Jawohl. Mit dem Wagen, so wie die Kutsche fährt, fährt man mit dem Wagen nach. Ja. Ah, nicht originell. Bloß da halt, wo der Fußgängerzonenbereich angeht und aufhört. Ah ja, okay. Pferdeäpfelwagen. Und den, wie heißt das da, den Glühwein, den kriegt man gesponsert? Den, wo wir trinken, den bringen wir selber von zu Hause mit. Ab und zu, ja, von einigen Buden etwas. Und das macht der Chef dann persönlich. Ja, der ist ja nicht nur Nürnberg bekannt, der ist ja China bekannt. China bekannt. Ja, genau. Der Pferdekutschendirektor Heinz Lehner ist aus Wetzendorf und unterm Jahr ackert er auch, aber nicht auf den Pferden, sondern mit den Pferden. Stimmt's? Jawohl. Im Frühjahr Holzrücken und ein paar... Im Frühjahr bitte? Im Frühjahr den wir Holzrücken im Wald, das ist die Holzstämme, da wo halt kein Traktor hinkommt, wird mit den Pferden die Baumstämme rausgeholt. Und am Jahr über die Körbe im Umland, Körberbaum einfahren oder Körberfestzug. Das letzte Mal vor 6 Wochen habe ich schnell aus dem Kühlraum vom Herrn Heinz Lehner als persönlich Lauch bekommen. Jawohl. Also er ist sich auch nicht zu schade, für den einzelnen Menschen etwas zu tun. Jawohl. In Wetzendorf, der etwas andere Bauernladen, garantiert gut. Und mein Spruch ist garantiert, glaube ich, bio. So heißt er. Unterwegs mit dem Filmbike. Jawohl.